Redner ist Christian Lausch von der FPÖ. Geschätzte Präsidenten, hohes Haus. Ja, zunächst möchte ich mich einmal recht herzlich bedanken beim Rechnungshofpräsidenten und seinem Team für diese gute Arbeit. Da sieht man, hat wieder gesehen bei diesen Berichten, wie wichtig der Rechnungshof für uns Abgeordnete ist und wie gut hier das Zahlenmaterial und die Erhebungen hier den Nationalrat zur Verfügung gestellt werden. Herzlichen Dank und Weitergabe. Justizbetreuungsagentur. Auch hier hat der Rechnungshof aufgezeigt, vier ganz, ganz wichtige Punkte. Also der Hauptpunkt ist einmal das, dass man hier Personalkosten nicht als Personalaufwand abrechnet, sondern hier wird abgerechnet im Sachaufwand. Da kann man natürlich sagen, was Zukäufe für ein Bundesministerium, Personalzukäufe mit Sachaufwand zu tun hat, ist eigentlich unerklärlich. Ist aber natürlich so, und das gehörte, würde aus unserer Sicht sofort abgestellt gehören. Der Rechnungshof hat weiters bei der Justizbetreuungsagentur richtigerweise erkannt, dass hier die Verwaltungskosten von 2009 bis 2012, also innerhalb von 3 Jahren, von 0,57 Millionen auf 1,59 Millionen, das heißt, die haben sich innerhalb von 3 Jahren auch verdreifacht. Ist eigentlich unerklärlich in Zeiten wie diesen, wo die Bevölkerung hier mehr oder weniger nicht weiß, wo man das Geld hernehmen soll und hier mit Steuerlasten zu kämpfen hat, ist es hier einfach so, dass man hier mit beiden Händen bei dieser Justizbetreuungsagentur das Geld hinauswirft. Es ist ja nicht wenig, wenn man sagt, das hat sich einfach hier sich die Kosten in 3 Jahren verdreifacht. Weiters der Geschäftsführer, das wurde auch nicht dokumentiert, hat ursprünglich verdient im Jahr 67.200 Euro und ist dann gestiegen auf 86.400 Euro. Das heißt, hier wurde ebenfalls eine Vermehrung innerhalb von 3 Jahren vorgenommen von 20.000 Euro. Und das wurde nicht dokumentiert, das konnte man auch nicht begründen. Und es ist ja kein Klacks, wenn man hier in dieser Republik in Zeiten wie diesen einen Lohn um 20.000 Euro anhebt. Der Rechnungshof richtig erkannt, wurde nicht dokumentiert, wurde nicht begründet und ist aus dieser Sicht auch, aus unserer Sicht auch dahingehend abzulehnen, dass es so etwas gibt. Der dritte Mangel. Richtigerweise, es wurde eine Software angekauft, die gibt es bis 2017 um 600.000 Euro. Auch ein Wahnsinn natürlich. Es gibt justizeigene Software-Systeme, die wurden hier nicht verwendet, nicht genutzt. Hier hat man ein eigenes System, ein teures System angekauft. Und der vierte Punkt, es muss nicht alles, nur was angemietet werden, unbedingt im ersten Bezirk auf den teuersten Stellen angemietet werden. Und auch hier hat der Rechnungshof richtigerweise erkannt, hier wurde angemietet 900 Quadratmeter um rund 15.600 Euro. Das heißt, da kommen wir auf einen Quadratmeterpreis von ca. 17,33 Euro das pro Quadratmeter. Es kann natürlich auch keiner erklären, warum eine Justizbetreuungsagentur unbedingt im ersten Bezirk sein muss. Würde jeder andere Bezirk genauso schön und genauso toll ausreichen, wäre natürlich billiger, hier könnte man sparen. Also es ist immer phänomenal, von den Bürgern erwartet man sich das Sparen und immer sparen, sparen, sparen und hier lebt man eigentlich. Und wenn man sich die Rechnungshofberichte anschaut, lebt hier die Bundesregierung was ganz was anderes eigentlich vor. Hier wird teilweise unbegreiflicherweise Geld, was man ja gar nicht hat, wird hier einfach mit beiden Händen rausgeworfen. Also so kann es einfach nicht sein. Das ist aus unserer Sicht abzulehnen und da hat der Rechnungshof gute Arbeit geleistet, das aufgezeigt. Der Bundesminister hat hier versucht, im Ausschuss zu erklären, warum das so ist und warum das so sein muss, konnte aber nicht erklären. Aus unserer Sicht war es einfach unerklärlich und ich hoffe, dass hier was passiert, dass hier das eine oder andere verändert wird, ist dringend, dringend notwendig und dass der nächste Rechnungshofbericht betreffend Justizbetreuungsagentur, falls das der Rechnungshof und ich nehme an, wieder überprüfen wird, dass das dann anders ausschaut und dass man hier doch einen gewissen Sparwillen sieht und das ist zwingend in Zeiten wie diesen notwendig, wenn man heute die Bevölkerung mit Steuern und mit Lasten hier überlagert, dann kann es nicht sein, dass man hier eine Agentur gründet und trotzdem diese Agentur ja nicht mehr alles abdeckt, sondern es müssen noch weitere eigene Zukäufe im Ministerium noch getätigt werden. Also eigentlich eine Chaos-Agentur, muss man so sagen. Und so kann man einfach natürlich nicht arbeiten. Und da danke ich nochmal den Rechnungshof. Danke.
Christian Lausch von der FPÖ mit viel Lob für die Arbeit des Rechnungshofes. Die Berichte würden zeigen, dass Geld von der Regierung verschwendet werde. Nächster